So. Ja, ja, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich auch, ich habe noch mal diesen komischen Axtkalender mitgemacht. Da wurde ich irgendwie, da wurde ich ja von den Zuschauern zu überredet quasi, dass ich da mitmache. Bei diesem komischen Axtkalender. Aber damals war das, das war ja unbezahlt komplett. Das war ja einfach nur so ein Gag-Event. Und dann bin ich auch nicht hingefahren. Da haben die ja irgendwen hingesetzt als Gronkh. Das fand ich ganz interessant. Stimmt, da habt ihr ja einfach die ganze Zeit, oder nicht ihr, sondern die damalige Community, ich weiß gar nicht, ob man das noch so sagen kann, ihr, also die Community hat damals Gronkh hochgeworfen beim Axtkalender. Das ist schon 1000 Jahre her. Ich glaube, darauf kamen die dann auch, darüber. Boah, Alter. Wann war denn das? 2011? Ich weiß es gar nicht mehr. So, auf jeden Fall Werbung für eigene Sachen machen, also das sehe ich nicht so wirklich als Problem an tatsächlich. Also wenn Ballack jetzt irgendwie da sitzt und sagt, wieso nehme ich eigentlich mal Ballack? Wenn jetzt, wen gibt's denn noch? Hella von Sinn macht Werbung für ihr neuen Kostümladen. Dann würde ich das mega authentisch finden, weil es ist ihr Kostümladen und ich weiß genau, okay, die Frau mag Kostüme. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Hella von Sinn heutzutage noch ein gutes Beispiel ist, aber ich kenne mich leider in der Welt der Stars nicht so wirklich aus. Wenn Rihanna Werbung für ihre CD macht, ist das absolut legitim. Dann glaube ich dir das, dass sie die gut findet. So, das finde ich halt absolut legitim. So, das finde ich völlig in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wo wir Ape Crime Werbung gemacht haben, da kann ich nicht mitreden. Wie gesagt, ich gucke ja kein Fernsehen oder wenn, dann sehr, sehr, sehr selten. So. Ha. Barbara Schöneberger und der Kartoffelsalat. Da kann ich wieder nicht mitreden. Die Werbung kenne ich nicht. Ich muss... Nee, muss ich eigentlich mal wieder Fernsehen gucken? Ich glaube nicht. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal wieder Fernsehen gucken. Aber eigentlich muss ich das überhaupt nicht. Ich glaube, da entgeht mir einfach überhaupt gar nichts. Ja, die habe ich gesehen. Tine Wittler und die Wandtattoos. Alter, Tine Wittler... Ja. Weiß ich nicht. Also, für Wandtattoos Werbung machen, halte ich auf der einen Seite sowieso schon für... Weiß ich nicht. Also für Wandtattoos Werbung machen halte ich sowieso schon für komisch. Weil ganz ehrlich, wenn ich Wandtattoos will, dann gucke ich auf eBay oder so. Ich habe tatsächlich zu Hause 2 Wandtattoos. Eins an der Klotür und eins in der Küche. Und das war's aber auch. So. Jetzt habe ich schon alles zu dem Thema gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch auspacken soll. Also, wenn ich sowas sage wie Rihanna zum Beispiel, die Werbung macht für ihr Album, ne? Dann glaube ich ihr, dass sie ihr Album gut findet. Wenn ich aber zum Beispiel weiß, dass Bibi Werbung macht fürs Bibi-Phone, dann weiß ich zum Beispiel, das ist nicht Bibis Produkt, das ist ein Telekom-Produkt und die kriegt einfach Kohle in den Arsch geblasen dafür, dass sie wieder einmal ein weiteres Mal ihre Zielgruppe verkauft. Oder ihre Zuschauer verkauft. Das ist noch ein deutlicher Unterschied. Und das meine ich nicht mal böse. Die Frau macht es ja offenbar, oder die Leute wollen es ja mit sich machen lassen. Ich weiß es gar nicht. Die Frau macht es ja offenbar, das ist ja ihr Geschäftskonzept sozusagen. Ich meine das gar nicht böse, ich meine das gar nicht wertend. Da kann jeder sich selbst ein Bild zu machen. Macht sich auch jeder ein Bild zu, aber ich glaube nicht, dass es irgendwen auch nur im geringsten interessiert. Also aus der Sparte, da wo es vielleicht jemand interessieren sollte. Ich glaube, das wird mit dem Achselzucken einfach abgetan und dann wird weiter gezählt. Ich weiß es nicht. So, oder der Duschschaum ist doch genauso eine Geschichte. Das ist doch nicht aus Überzeugung entstanden. Ganz ehrlich, sie benutzt den nicht selbst. Die würde den niemals selbst benutzen. Alter, ganz ehrlich, das Zeug, hast du das mal gerochen? Das riecht fürchterlich. Für meine Nase, für Kinder hingegen, ist das wahrscheinlich ein ganz toller, wonniger Duft. Das riecht so, als hättest du dich mit Hubba Bubba eingerieben. Für Kinder ist das super. Für mich never ever. Und sie wird das niemals benutzen. Niemals. Das ist einfach nur ein Ding, das wird der Zielgruppe verkauft. So, also, das ist halt wieder was anderes, als wenn eine Rihanna ihre CD verkauft. So, und die Rihanna, ne, die ist ja Musikerin. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt von jedem YouTuber behaupten, dass er Musiker ist. Würde ich auch nicht unbedingt sagen. Zum Beispiel Elektro-Titte, ganz ehrlich, finde ich im Nachhinein, es war natürlich ein Community-Projekt, das wusste nicht jeder, da gab es natürlich auch viel Hate und sowas deswegen. Und ehrlich gesagt, als Community-Projekt fand ich das lustig, aber ehrlich gesagt, ich würde es einfach nur noch, wenn ich sowas machen würde, würde ich es wie Shooter King einfach nur raushauen. Ich würde sowas nicht auf iTunes packen oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, das würde ich heute anders machen. Würde ich so nicht mehr machen. Das war, ja. War für die Community super lustig, aber natürlich für alle anderen und auch für Musiker, die sich halt wirklich den Arsch aufreißen und sowas, ist es, glaube ich, schon bitter, wenn du dann in die Charts guckst und über dir ist auch mal so ein Lined. Weißt du? Das ist schon...
Ja. Hm. Würde ich heute anders machen. So. Aber egal. Gut. Ich wollte nur ganz kurz abklopfen, inwieweit Werbung glaubwürdiger ist, wenn Leute da quasi, wenn Leute, die man vielleicht aus der Allgemeinheit so kennt, wenn die plötzlich Werbung für was machen, inwiefern das die Kaufentscheidung beeinflusst. Ich meine, die Industrie wird doch da sicherlich Leute sitzen haben, die sich mit sowas auskennen. Die wird doch dann sehen, oh, das wird jetzt mehr gekauft, wenn Heino dafür Werbung macht. Alter, Heino und Detlef, die Soest. Das ist die schlimmste Werbung, die ich jemals gesehen habe. Heino und Detlef, die Soest, bewerben ein Trampolin. Heino, 1000 Jahre alt. Ja, nicht böse sein, lieber Heino. Aber du weißt, was ich meine. Heino auf dem Trampolin. Warum kann ich das nicht glauben? Warum fällt es mir so schwer, das zu glauben? Ich will, ganz ehrlich, huch, das bleibt ja stehen. Ich dachte, das fällt weg. Das will ich sehen. Ich möchte unbedingt sehen, wie der Heino auf dem Trampolin hopst. Das will ich sehen. Ich will das will ich unbedingt. Alter, ich muss das mal posten irgendwie. Ich habe das gesehen, die Werbung. Ich habe mich weggeschmissen. Detlef, die Soest, würde ich sowas noch abnehmen. Aber der ist ja halt auch so ein alter Geldfuchs. Aber Heino? Alter, der springt da einmal drauf. Dann musst du dir zusammensetzen wie so ein Ravensburger Puzzle. Der arme alte Mann. Ich meine, ich verstehe ja, der muss sehen, wo er bleibt. Aber ein Trampolin? Das ist, ja, weiß ich nicht. Fürchterlich. Und ganz ehrlich, wenn ich sowas sehe, dann ehrlich gesagt tat er mir da eher leid. Der arme Mann. Da tat er mir ehrlich gesagt leid. Ja, Katja Krasavitsch und Far Cry. Ich will den Namen gar nicht erwähnen, ich will da gar keine Plattform bieten. Aber das mit Far Cry war auch so eine Luftnummer, wo du dir halt normalerweise denkst, Ubisoft, was soll die Scheiße? Warum investierst du die Kohle nicht mal lieber in Gamer? Ne, warum... Aber es hat funktioniert. Es war halt Werbung und jeder Idiot hat's geteilt und damit noch mehr Bühne geboten. Ich, ja, weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, es ist ja auch ihr Konzept. Es ist ja ihr Konzept, Assi zu sein. Das ist ja einfach ihr Konzept. Oder billig zu sein. Das ist doch einfach ihrs. Das ist ja nicht so, dass das jetzt zufällig ist oder dass das abwertend ist. Sie macht das ja mit voller Absicht. Und die Leute fallen einfach darauf rein, weil die immer noch weiter sich darüber ärgern, weil die sich aufregen, weil die sonst irgendwas lalala. Es funktioniert halt. So, gibt's ja auch momentan dieses Drama-Thema, dieses YouTube-Drama. YouTube-Drama. Drama, Baby, Drama. Weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich scheint es ja zu funktionieren. Auch das YouTube-Drama, auch das Gossip und so, es scheint immer zu funktionieren. Denn wenn ich so sehe, ich weiß gar nicht, auf welchem Channel das ist, irgendwo ist dieser Hashtag-Panik-Moment, ne? Den hat jemand hochgeladen. Und das Ding habe ich neulich gesehen, ich weiß gar nicht, was Startseite oder irgendwo habe ich das gesehen, mit über 400.000 Aufrufen. Sowas funktioniert offenbar doch. Irgendwie scheint sowas ja doch zu klappen. Und das liegt nicht an den Leuten, die Videos hochladen. Verstehste? So. Okay. Und nur weil man über Drama redet, heißt das noch lange nicht, dass man auch Drama macht. Das würde nämlich im Umkehrschluss heißen, man darf gar nicht mehr über Themen reden oder über Dinge reden. Das wäre natürlich, das geht nicht. Man muss Dinge auch erwähnen können und man muss Dinge auch kritisieren können, aber nicht jede Kritik ist automatisch Drama. Das ist einfach Bullshit. Und Leute, die das sagen, dulden einfach keine Kritik an diesem Ding. Das ist Blödsinn. So, ich möchte jetzt auch niemanden reinreiten, aber wenn zum Beispiel Ape Crime Fernsehwerbung gemacht haben, dann ist das aber ein Fakt. Das ist kein Drama. Das ist aber ein Fakt. Ich wusste das vorher nicht. Ich weiß nicht mal wofür. So, dann erwähnt man das einfach nebenbei in einem Gespräch. Und wenn den Jungs das unangenehm ist, dann liegt das einfach, dass sie es... Das glaube ich nicht mal, ehrlich gesagt. Warum sollte es? Aber dann liegt es einfach daran, dass sie es getan haben. Wenn ich heute nicht mehr unbedingt hier Elektrotitel, wenn ich mich damit nicht mehr unbedingt identifizieren will oder so, wie es gelaufen ist, ja, da muss ich damit leben, dass es trotzdem so war, wie es war. Ist halt einfach so. Ist halt ein Stück meiner Vergangenheit. Machst du nix. Da machst du nix. What's done is done. So. Gut, das ist alles Limestone. Wir sind durch die Erde fast durch. Okay. Dann sind wir da durch. Na, fast durch. Der Berg wird auf jeden Fall kleiner. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit dem Bett machen soll. Soll ich dann in der Luft schlafen? So. Das geht. Was ich, ehrlich gesagt, was ich scheiße finde, das sind immer diese Gerüchte generell. Aber gut,
ehrlich gesagt, das will ich jetzt gar nicht mehr ansprechen, so mit diesen Gerüchten und bla. Und es gibt halt Leute, die wollen sowas immer glauben. Es gibt Leute, die wollen immer, ja, die wollen auch Drama. Ich habe nämlich zum Beispiel, ich habe jetzt im Freitags-Livestream, habe ich mal, was habe ich da gesagt? Zu dem einen Typen, der hat ja irgendwie geschrieben, was ist der lieber? Blabla Demokratie, blabla Diktatur. Und dann habe ich einfach aufgezeigt, ja, in der Diktatur, bla. Wie würde es dir, oder würde es dir denn gefallen, wenn dann irgendwie dein Haus zerbombt wird, deine Familie zerfetzt wird, pipapo. Und da habe ich wieder auf Twitter gesehen, irgendeiner hat dann geschrieben, ja, er wünscht demjenigen, dass das passiert, was natürlich totaler Blödsinn ist. Aber solche Leute wollen halt gerne übertreiben, ist wahrscheinlich nicht immer böse gemeint, ich habe keine Ahnung. Das wünscht man niemandem, das, mit gesundem Menschenverstand kann man das schon nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, es ist einfach so, Leute wollen sich an Dingen hochziehen, ich weiß nicht mal warum. Oh, ich muss mal entmisten. Ich weiß nicht mal warum. Ich habe keine Ahnung. Ja. Schade. Ist auch schade, dass es so kommen muss. Oder wenn du das eine sagst und dir wird dann einfach das Wort im Mund umgedreht und dann wird im Zitat wird das einfach ganz anders, entweder rausgerissen, aus dem Kontext gerissen oder sonst irgendwas. Einfach nur, damit die Leute dann was zum Reden haben. Das ist schade. So. Zack. Gut. Dann wollen wir mal. Alles rein hier. Jemand meinte gerade, ohne Krieg kein Fortschritt. Sehe ich anders. Das sehe ich irgendwie anders. Ich weiß nicht. Soll ich da mal schlafen? Ich schlafe jetzt mal da oben im Bett. Mal gucken, was passiert. Ob das geht. Nur so Interesse. Ich glaube tatsächlich, wenn die Menschheit das Geld, was in Kriegsmaschinerie fließt, komplett in die Kriegsmaschinerie, ob es jetzt irgendwelche Werke sind, die beide Seiten beliefern und so weiter, wenn die ganze Kohle, die da fließt, wenn die einfach mal in die Forschung gewuppt würde, dann hätten wir auch ohne Krieg genug Fortschritt. Warum der Mensch so ein Angsttier ist, das weiß ich nicht. Oh, ich komme da. Ich will da schlafen. Ich weiß nicht, warum der Mensch immer so viel Angst vor allem hat. Okay, ich kann da nicht schlafen. Schade. So. Dann lege ich mich mal hier unten schön hin. Hä? Ah. So. Und den größten Fortschritt, den Krieg natürlich erzielt, das muss man leider sagen. Natürlich gibt es, erstens natürlich, also Krieg wirft die Menschheit sowieso immer zurück, das wissen wir. Aber fortschrittsmäßig stimmt es schon, im Krieg wird viel mehr geforscht, aber ich behaupte einfach mal, im Krieg wird viel mehr daran geforscht, wie man eher so, ich sag mal, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, ne? Wie gesagt, lieber informieren, anstatt mir jetzt irgendwie alles für bare Münze abkaufen. Es ist immer meine Sicht der Dinge. Schade, dass ich das immer sagen muss. Ich dachte, das wäre klar. Aber Krieg hat primär ein Interesse daran, oder die Staaten, die am Krieg beteiligt sind, die Regierungen, die am Krieg beteiligt sind, haben mehr ein Interesse daran, den Krieg zu gewinnen. Und wenn du da jetzt irgendwie forscht oder sonst irgendwas, das, was am meisten betrieben wird, ist leider dann meistens eben die Waffenforschung oder vielleicht, wie man effektiv irgendwas, das kann auch Biowaffen sein, das kann irgendwas sein, wie man effektiv die andere Seite ausschaltet. Das ist das Einzige. Oder das Primäre tatsächlich. So, das ist halt das Primäre. Und auch wenn die Sachen nach dem Krieg natürlich teilweise noch anders eingesetzt werden können, aber leider ist umgekehrt auch der Fall. Siehe Atombombe zum Beispiel. Ist ein ganz bitteres Beispiel, wie die Forschung dann quasi für vernichtende Zwecke eingesetzt wird. Deswegen, warum nicht all die Milliarden nehmen, die dauernd in den Krieg fließen. Aber naja gut, das ist natürlich ist wieder das Gequatsche eines sentimentalen Mannes, weil wir wissen beide genau, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Es geht halt um Machtspiele. Es geht darum, den anderen gegenüber nicht ausgeliefert oder hilflos zu sein. Das kann daraus resultieren, dass man Angst hat, dass gewalttätige Regierungen, sage ich mal, einen überfallen könnten zum Beispiel. Oder hier die Angst vor Korea und China und tralala, irgendwas, ich habe keine Ahnung, meistens motiviert aus der Angst. Und dann gibt es sowas wie Präventivschläge und lalala oder Sachen, wo man, ne, wie gesagt, die Demokratie in andere Länder bringen will, in Anführungszeichen. Ja, was letzten Endes nichts anderes ist. Krieg starten ist immer Krieg starten, egal welche Ausrede man dafür nutzt. Wenn ich jemandem auf die Fresse haue, haue ich jemandem auf die Fresse. Es ist egal, welchen Grund ich dafür habe, ich habe ihm auf die Fresse gehauen. So. Und solange derjenige nicht wem anders auf die Fresse gehauen hat, ist es eben ein präventives auf die Fresse hauen. So. Ja,
Angst. Die Menschheit und ihre ewig währende Angst. Ich weiß gar nicht, warum ist denn der Mensch eigentlich so ein ängstliches Tier? Ist das noch aus der Steinzeit heraus? Genau wie viele, ich sag mal, Sexualrituale und der ganze Kappes. Ist das alles noch so, dass der Mensch im Grunde genommen immer noch derjenige welche ist, der ja in der Steinzeit war und sich vielleicht gar nicht so weit weiterentwickelt hat, wie er glaubt, dass er es hat, dass er vielleicht gar nicht so weit evoluiert ist, sondern einfach noch diese ganzen Muster, die er noch in sich drin hat sozusagen, weiß ich nicht. Zum Beispiel, wieso verkaufen sich Sachen mit Brüsten so gut? Ne, also... Thumbnails ist ja mal das große Thema, aber ich meine auch generell in der Werbung. Sex sells, ne? Heißt es ja mal so schön. Wenn man da, jetzt können wir den Brückenschlag machen. Warum funktioniert das so? Warum funktioniert das immer noch so? Warum sagt man nicht einfach, oh ja, wie soll ich mal was anziehen? Hier wird sich ein Schnupfen. Weißt du, sowas in der Richtung. Warum funktioniert das immer noch so? Das würde mich mal interessieren. Das liegt doch einfach daran, dass der Mensch tatsächlich noch irgendwo derjenige ist, der er vor vielen, vielen, vielen Jahren war, als er noch mit der Keule der Mutti auf den Kopf gehauen hat. Oder als er noch Mammuts gejagt hat. Und deswegen, da musste der Mensch musste Angst haben. Angst war quasi nicht nur sein Motor, sondern tatsächlich auch überlebensnotwendig. Ne, ist ganz normal, auch bei Tieren eine ganz normale Reaktion. Aber diese irrationale Angst. Und ich habe das Gefühl, gerade in der heutigen Gesellschaft, die eben so schnelllebig, so unpersönlich, so irgendwas ist, hat der Mensch immer mehr irrationale Ängste. Versagensängste, irgendwelche Ängste davor, Verlustängste zum Beispiel, all diese Dinge. Warum ist das so? Warum bricht das alles wieder so aus? Das würde mich mal interessieren. Fehlt da vielleicht irgendwie die Familienbindung mehr und mehr oder irgendwie das Persönliche geht immer mehr und mehr verloren oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es zu beobachten zumindest, dass der Mensch, habe ich das Gefühl, oder die Menschlichkeit immer so ein bisschen mehr auf der Strecke bleibt. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Ich weiß auch nicht genau, ich bin auch kein Experte auf dem Thema, aber das ist halt so eine Sache, die man immer mehr beobachtet. Und gerade auch im Internet, wo du immer mehr von diesen Geständnissen liest und ne, von Leuten, die mehr und mehr Depressionen haben und wo du es halt gar nicht wusstest oder wo du es gar nicht weißt und wo es auch gar nicht offensichtlich ist, wo man gar nicht damit rechnet und wo Leute vielleicht selber auch gar nicht, manche Leute wissen natürlich auch gar nicht, was eine waschechte Depression ist und was einfach nur vielleicht, weiß ich nicht, eine traurige Phase ist oder ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Würde mich mal interessieren. Und mich würde auch interessieren, ob es möglich ist, da irgendwie einen Gegentrend zu schaffen irgendwie. Weil was ich immer wieder mehr feststelle, gerade im Internet, ist, dass die Leute oder dass viele Menschen sich einfach heutzutage, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen vielleicht auch vor der Realität flüchten, in diese Online-Welt ein bisschen reinflüchten. Vielleicht ist das gerade so, wenn man, ich weiß nicht, wenn man jünger ist oder keine Ahnung, später kommt man da wieder raus, aber dass man so ein bisschen mit dieser realen Welt nicht mehr so viel zu tun haben will. Weißt du, was ich meine? Nicht mehr so ganz so viel, weil man da einfach, du wirst ausgestoßen, wenn du nicht cool genug bist. Du wirst ausgestoßen, wenn du nicht die richtigen Klamotten hast. Du wirst ausgestoßen, wenn du nicht die richtige Meinung hast. Du wirst ausgestoßen, wenn du nicht dies, wenn du nicht das, wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht alles richtig machst, bla 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 bla. Ne? Und dass die Menschen sich dann vielleicht auch ein bisschen, und da haben wir es wieder, nicht vor Angst, aber einfach nur, weil sie mit der Realität nicht konfrontiert werden wollen, dass sie sich dann vielleicht einfach online flüchten oder sowas. Weiß ich gar nicht. Ist sehr schwierig. Und gerade das mit den Versagensdingern, ne? Früher haben wir die Japaner belächelt, weißt du noch? Früher, also die Leute, die ein bisschen länger leben, da hat man die Japaner belächelt, weil die immer diesen Leistung, 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 Leistung. Aber letzten Endes, auch wenn hier vielleicht der Schulnotendurchschnitt vielleicht ein anderer ist, aber letzten Endes sind wir auch so eine Leistungsgesellschaft geworden und so eine du musst was Besseres sein Gesellschaft oder du musst es schaffen Gesellschaft, dass gar kein Platz mehr ist für Leute, die vielleicht Selbstzweifel haben, für Leute, die vielleicht glauben, dass das, was sie machen, das, was sie tun, das, was sie immer tagtäglich tun, dass das alles nicht genug ist, bla bla bla, dass man da quasi immer mehr ausgegrenzt wird und dann nur noch der erfolgreiche Mensch zählt, der erfolgreiche im Anzug, der erfolgreiche, der zeigt, wie es geht, der erfolgreiche, der mir Abführmittel verkauft im Werbefernsehen, nee, aber weißt du, was ich meine? Wir brauchen einen Spitzhacken. Ich hol mal schon mal Spitzhacken. Präventivschlag. Ich hol schon mal Spitzhacken. Und dann müssen wir hier noch... Ah, wir kommen weiter mit dem Berg. Juhu.
Ja, und dann gibt's noch Menschen wie mich. So, abgesehen von den Selbstzweifeln, aber die quasi auch die einfachsten Dinge immer unheimlich kompliziert wahrnehmen oder unheimlich verkomplizieren. Ich weiß gar nicht warum. Selbst... Alter, Alter, ich habe kein Schwert dabei. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, ja, das Schaf darf hier nämlich nicht rübergehen. Das tut mir sehr leid. Das muss man ab und zu mal machen. Sekunde. Ich muss das nochmal ganz kurz, habe ich vergessen, die Kiste zu packen. So, ja, auf jeden Fall, oh, der ist immer noch nicht fertig, rauscht es immer noch durch. Auf jeden Fall ist es bei mir tatsächlich so, selbst die einfachsten Sachen, ich weiß nicht genau warum, das ist irgendwie eine ganz grausame Angewohnheit, aber die einfachsten Sachen werden bei mir immer zu so komplexen, weiß ich nicht was. Nehmen wir mal das Lager. Nein, das Lager nicht unbedingt. Das Lager ist einmal logisch, ist einfach sogar und, na gut, einfach nicht, aber man hätte es natürlich auch kleiner machen können. Aber das hätte nicht gereicht. Jedenfalls vor einfachen Rätseln. Wenn es irgendwelche einfachen oder offensichtlichen Rätseln gibt, dann gehe ich immer davon aus, dass sie viel schwieriger sind. Dass sie viel, dass ich da irgendwas ganz außergewöhnlich außen drum rum oder sonst was machen muss. Und das, was ich da mache, ist auf jeden Fall, da muss ich auf jeden Fall, da muss ich ganz viel Hirnschmalz. Und dann natürlich zurecht verteilt man sich die Facepalms, wenn ich dann natürlich alles wieder falsch mache, weil das alles gar nicht so gemeint ist. Und das ist halt leider im Let's Play auch nur sinnbildlich für so, wie ich alle, ich mache viele Sachen so. Auch im richtigen Leben. Ganz einfache Sachen, kurz mal irgendwas machen und dann wird das so unheimlich verkompliziert. Ich weiß gar nicht warum. So, 1, 2, 3. Dann brauche ich hiervon auch 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wie viel habe ich jetzt? 7. 1, 2. Nein, jetzt habe ich 1 zu viel. Muss ich gleich wieder reinlegen, denn wir wollen natürlich die Slots sparen. Hä, wie viele Sticks habe ich mitgenommen? Hä? Achso. Könnte ich... Ah, weißt du was? Da mache ich jetzt noch eine Schaufel. Können wir eh brauchen. Hä? Wo kommt denn der jetzt wieder her? So, gut. Die Kartoffeln lassen wir unten, damit wir da Zugriff drauf haben. Und es wird sowieso schon wieder abends. Das heißt, wir gehen mal trotzdem wieder rüber. So. Ich, nee, um Gottes Willen, ich schäme mich jetzt nicht dafür, dass ich Eigenarten habe. Um Gottes Willen, ich bin halt so. Ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Weil ich nun mal so bin. Das geht jedem anderen genauso. Man muss lernen, damit zu leben. Wenn man charakterlich irgendwelche Defizite feststellt bei sich oder vielleicht von irgendwelchen Eigenarten, die man selber nicht so mag, dann muss man einfach, man muss sich selber damit konfrontieren. Ja, also ganz ehrlich, Macken hat jeder von uns. Das ist nichts, wo man sich schämen muss. Also ich, das ist mir nicht mal peinlich, nicht mal ansatzweise, weil so bin ich halt. Ist halt einfach so. Ist halt so geworden, keine Ahnung warum, vermute mal ein Kindheitsding. Ich muss halt einfach lernen, damit zu leben und ich muss lernen, das zu kompensieren. Ich muss gucken, wie ich das in meinen Alltag einbaue oder wie ich das, ne, wie ich meinen Alltag so gestalte, dass ich eben diese Dinge, die ich da mache, trotzdem einfach so mache. So, zum Glück bin ich ja trotzdem noch ein relativ spontaner Mensch, sodass das ganz gut funktioniert, aber ich schäme mich jetzt nicht dafür, dass ich charakterlich vielleicht so ein paar Sachen habe, die andere nicht haben, um Gottes Willen, wo käme man denn da hin? Und ganz ehrlich, die hat jeder von uns, jeder hat so seine Sachen. Die Frage ist natürlich nur, ob Leute selbstreflektiert genug sind, diese Sachen zu bemerken. Das ist was anderes. Ich weiß auch nicht genau, ob ich selbstreflektiert genug bin, um alle Defizite zu bemerken. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich mir die auch von anderen sagen lassen und denke dann, nee, sehe ich nicht so. Ist wahrscheinlich ganz anders. So. Das auf jeden Fall, ist auf jeden Fall so eine Sache. Das muss aber jeder für sich selbst sehen im Leben. Ne? Also wenn du irgendwelche Probleme mit dir selbst hast, wenn du irgendwie denkst, dass dir diese und diese Eigenschaft fehlt, dann ist es so. Die kannst du dir vielleicht gar nicht mehr antrainieren, vielleicht ist das schon zu spät, ich weiß es nicht. Innerer Schweinehund und so. Aber, es ist trotzdem möglich, damit zu leben, wenn man es weiß. Man muss sich halt nur damit arrangieren, das ist alles. Oder vielleicht irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten, in dem Falle, sag ich mal, Sachen für einen aushobeln. Oder, naja, umgehen oder wie auch immer man das nennen möchte. Sich ergänzen sozusagen, ne? Sich ergänzen ist, glaube ich, ein schönes Wort. So.
so ist es halt im Team, ne? Wenn es der eine nicht kann, dann kann es der andere. Oder vielleicht kann man sich da gegenseitig helfen oder aufbauen und lalala. Man ergänzt sich eben. So. Läuft. Das läuft. Das Schlimmste, was man machen kann, ist natürlich die Macken zu bemerken und sich dann ständig selbst dafür zu bemängeln. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist das aller Schlimmste. Weil, wie gesagt, ganz ehrlich, jeder hat seine Macken. Und solange diese Macken keinem anderen schaden oder Schaden zufügen, willentlich oder wie auch immer, solange ist es doch, ne, ist doch kackegal. Da muss man nur lernen, mit denen zu leben. So, hier sind wir gleich durch und da rechts lachen uns schon wieder Blätter an. Die müssen wir auch noch weghauen. Alter, das dauert ja mit dem Berg. Ich hätte... Ja, wir sollten das etappenweise machen. Aber ich wollte ja unbedingt hier... Eigentlich wollte ich das... Oh, Mist. Ich wollte ja nicht unbedingt hier bauen. Ich wollte ja eigentlich, nur ein Ding, ein Gewächshaus bauen. Habe ich Treibhaus gesagt? Ich meine natürlich ein Gewächshaus. Das ist das schönere Wort dafür, glaube ich. Gut, gut. Das läuft. Ja, hier kommen wir langsam voran und da haben wir noch... Guck mal, was wir hier noch haben, so ein kleines Bäumchen davon. Der verliert nichts, wenn wir jetzt die Skies ruppen, ne? Nee. Gut, die nehmen wir noch mit. Ganz kleine Bäumchen. Da unten ist auch noch ein ganz kleines Bäumchen, das lasse ich aber stehen, weil wir sind da schon auf Grund, glaube ich. Wir machen Fortschritte, man glaubt es gar nicht. Wir machen Fortschritte. So. Wenn ich übrigens, ne, auch so eine Eigenart von mir zum Beispiel, und dessen bin ich mir durchaus bewusst, wenn ich über Themen rede und dann plötzlich irgendwie abgelenkt bin von irgendwas ganz anderem, oder wenn man gerade, wenn man Let's Plays aufnimmt und du baust parallel was und musst darauf achten, wie das wird und erzählst aber gleichzeitig noch was, du bist halt einfach mega abgelenkt. Du bist mega abgelenkt, und dann hast du halt das Problem, in Anführungszeichen, dass da einfach mal Themensprünge reinkommen. Du bringst ein Thema nicht zu Ende oder du hast im Kopf, hast du schon wieder die nächsten drei Sachen, an die du denkst. Da bin ich bin so ein Wirrkopf, ich bin so ein K.O. tatsächlich. Wenn ich mir nicht dauernd Notizen über alles Mögliche machen würde, ich würde alles, glaube ich, um mich rum vergessen oder so. Oder alles vergessen irgendwie, weiß ich nicht. Es gibt einfach so viel, was in meinem Kopf stattfindet, dass ich mich da selber, da musste ich halt lernen, mich selber so ein bisschen zu organisieren, was das angeht, ein paar Sachen auch niederzuschreiben. Ich habe Notizbücher voll, ohne Ende, wo ich reingeschrieben habe einfach, so Ideen, die ich habe, Konzepte, die ich ausgearbeitet habe und so weiter. Ich habe Notizbücher, ich weiß nicht wie viele. Es sind, naja, 6, 7 Notizbücher voll, es sind zahlreiche Notepads ohne Ende, Evernote ohne Ende, überall. Das ist leider ein bisschen durcheinander. Und nein, das ist kein ADHS, das ist einfach so, zum Beispiel, wenn ich hier gerade eben, das hat mit ADHS wirklich gar nichts zu tun, wenn ich hier zum Beispiel gerade eben in Minecraft das baue, parallel, aber über Werbung rede, ja, zum Beispiel, dann habe ich zwei Themen, die ich gleichzeitig arbeite, die gleichzeitig im Gehirn abgearbeitet werden, und wenn ich dann zwischen diesen Themen noch eine Verknüpfung feststelle oder ich sehe zum Beispiel, oh, da hinten würde sich gut ein Baumhaus machen, dann habe ich ein drittes Thema, was in meinem Gehirn ist und dann muss ich das versuchen auszusortieren. Das hat aber nichts mit ADHS zu tun. Da würde ich ja die ganze Zeit durch die Gegend fliegen. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Aber Leute missbrauchen diesen Terminus halt sehr gerne für alles. Für alles. Zum Beispiel, wenn sie wirklich Aufmerksamkeitsdefizite haben oder sonst irgendwas. Brachiale Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas, dann wird sofort, ich hab ADHS. Ohne Ende. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob es das gibt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will mich darüber nicht streiten. Ist kein Thema, was ich besprechen könnte, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. So. Multitasking könnte man es nennen. Ja, man könnte es Multitasking nennen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, durch 6 Jahre Let's Play ist, würde ich sagen, funktioniert mein Hirn inzwischen ein bisschen anders als vorher, glaube ich. Ich war vorher auf jeden Fall etwas konzentrierter, als ich es heute bin. Ich glaube, Let's Plays haben mein Hirn zerfickt. So. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Ich glaube tatsächlich, also was das angeht, da hat sich, glaube ich, einiges geändert. Man ist inzwischen tatsächlich so gestrickt. Ich weiß gar nicht. Und dann natürlich, wenn man zwei Sachen parallel macht,
kann man keine davon perfekt machen. Ne, wenn ich jetzt also hier baue, ich muss mich zum Beispiel bei manchen Spielen ab und zu konzentrieren und kann nichts sagen. Zum Beispiel bei Shootern, wenn ich da die ganze Zeit quatsche, dann kriege ich eher kassiert, als wenn ich mich konzentriere und da einfach ein sauberes Spiel abliefere. So. Verstehst du? Deswegen auch die Commentaries. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Leute, die COD spielen oder sowas, wenn die das als Let's Play machen würden, das würde ganz anders aussehen als ein Commentary, wenn ich das hinterher bequatsche. Bei Doom zum Beispiel habe ich alles hinterher bequatscht. Das war was ganz anderes. Ich sitze da gemütlich zurückgelehnt und kann gucken, was er da macht und bequatsche das ein bisschen. Also der Vergangenheitsgrund in dem Fall. Das ist so entspannend einfach. Das ist was ganz anderes. Das ist, also es tut mir leid, aber das ist so viel weniger herausfordernd als das hier. So viel weniger. So. Ja. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken.